Hallo zusammen, mein Name ist Tobi. Ich bin Isa. Und zusammen sind wir die Swiss Brothers of Adventure und wir sind heute unterwegs auf Geocache Tour. Und damit sagen wir zwei, let's go! Wir sind im wunderschönen Appenzell. Es hat sehr gutes Wetter. Wir sind heute im Hochnebel, Regen, Niesel unterwegs. Und wir machen Geocache Tour. Wir haben quasi schon den ersten Geocache gefunden. Wir spoilern nicht so viel, weil wir die Route unten verlinken. Ihr wollt natürlich auch Spaß haben daran. Wir nehmen euch aber gleich mit, um euch die wunderschöne Umgebung zu zeigen. Ich muss jetzt noch schnell einen Stift rausholen zum Einschreiben, denn wir haben den ersten schon gefunden. Was für einen Rucksack ich benutze, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da ist der Link. Einfach auf Ausrüstung tippen. Da findet ihr alle Ausrüstungsgegenstände, die wir so benutzen. Darf ich? Du darfst. Wir haben den ersten gefunden. Wer es nicht kennt, es ist eine Schatzsuche für Erwachsene und Kinder. Und dann habt ihr sogenannte Logbücher und dort kann man sich dann einschreiben und dann tut man in der App, die Isa später noch zeigt, sich registrieren, dass man halt das gefunden hat. Ich übergebe dir das nochmal. Dann diese Pettlinge immer wieder gut verschließen, wegen Wetter, Tieren und nachher genau wieder so verstecken, wie man es vorgefunden hat. Nein, wir verstecken das diesmal anders, weil der Dulli vor uns hat... Ja, der hat es verkehrt reingetan. Und somit einfach, dass die nächsten Catchers das auch finden. Sparsam. Im Grunde genommen brauchen wir für das nur ein Smartphone, einen Stift und ein kleines bisschen Orientierung. Ja, was soll man sagen? Wir sind jetzt, so wie es aussieht, gleich oben und wir haben jetzt den 9. Geocache gefunden. Immer noch schön im Hochnebel. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt die 600 Höhenmeter. War doch leicht anstrengend. Aber genießt doch mal die Aussicht hier. Ist das nicht wunderschön? Wir sind eigentlich in der Nähe vom Kronenberg. Kronberg. Ach, Kronberg. Gut, endlich Teerstraße verlassen. Bin ich recht froh drüber. Aber merkst du es? Umso höher wir kommen, umso klammer wird es an den Fingern, umso kälter. Ich auch. So, der Hinweis war, das glaubt ihr mir kaum, kopflos. Erkennt ihr den Kopf? Da habt ihr die zwei Augen und da könnt ihr euch irgendwie den Mund vorstellen und hier oben die Haare. Ja, kopflos. Ich übergebe jetzt mal.
So, schauen wir, was Tobi findet. Et voilà. Guter Hinweis. Ein sehr tolles Versteck. Und halt hier drin habt ihr dann so Logbücher. Gut. Immer noch Nebel. Alles wieder gut verschließen, so wie es war oder so wie es sein sollte, damit der Nächste die Freude beim Suchen und vor allem beim Finden auch hat. Ah, jetzt wie Bart Simpson. Wie Bart. Voll cool. Jetzt noch ein Tipp für alle auch ohne Kinder, so wie ich. Nehmt ein bisschen Spielzeug mit, holt euch das auf dem Flohmarkt oder so, weil es hat immer wieder solche Boxen und in den Boxen ist nicht nur das Logbuch drin, sondern auch Spielzeug für die Kids. Und aus dem Grund schmeißen wir jetzt was rein, tragen uns ein und das nächste Kind hat dann Freude. Und noch was anderes, schnell. Habt immer Ersatzstifte dabei. Tobi hat seins vor zwei Wochen, nein, vor einer Woche verloren und dann waren wir aufgeschmissen. Zum Glück kam ein Spaziergänger vorbei, der noch einen vorigen Stift hatte, ja, den wir glücklicherweise überreden konnten, uns den zu geben. Und die Aussicht von hier oben ist echt geil. Sehr toll. Man sieht bis zum nächsten Baum. Immerhin, könnte schlimmer sein. So, hier seht ihr auch wunderschöne Brücken gebaut, extrem rutschig. Jetzt seht ihr es, extrem rutschig. Und Isa ist schön in Orange, dass uns die Autos sehen. Wir sind vor uns eine Straße entlang. Aber es ist halt schon extrem schön hier. Also ihr habt gehört, immer den Leuchtkegel hinterher. Wir waren auf Geocache Tour. Schön, dass ihr uns begleitet habt. Das Video ist ein kürzeres Video, aber das sollte ja euch nichts machen. Wir gehen jetzt noch zum Buszug. Eins von beiden. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Je nachdem, wenn ihr das Video gesehen habt. Ihr habt noch andere Videos. Da hat es noch unseren Zweitkanal und damit sagen wir Tschüss. Ciao.